So, hallo und jetzt willkommen zurück hier zu Alien Isolation. Ja, es ist wieder hier in den Abendstunden und ja, zugegeben, ich fürchte mich wirklich immer schon, wenn ich das Spiel starte hier. Das Spiel hat wirklich einen großartigen Angstfaktor, ja. Auch wenn man das Spiel schon kennt, man fürchtet sich doch immer wieder. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, sich die Videos abends anzuschauen. Also wenn es dunkel ist oder dunkelt euer Zimmer ab, also dann macht es am meisten Spaß, sich zu fürchten. Ja, und wir werden mal fortsetzen, also mal schauen, wie oft uns das Alien in dieser Aufnahmesession begegnen wird. So, was steht hier? Thors Ruin. Okay. Gut, wie waren wir denn stehen geblieben? Ah ja. Genau. Der Transit ist ja anscheinend abgeriegelt. Ja. Der Wade, ja. Der uns da sozusagen die Falle gestellt hat. Ja, gut, nicht für uns, fürs Alien. Da gibt es ein bisschen Schrott. Tja, und jetzt hat uns Apollo sozusagen den Strom hier abgedreht. Also wir können keine Transits mehr benutzen. Bindemittel hier. Liegt immer was rum. Ah. Ausweiskarte einsammeln. Ja, seht ihr hier, für die Jungen unter euch, das hier nennt man Kassette. Tja. Ich bin damit aufgewachsen. Ich kenne das noch sehr gut. Ja. Hat immer gern mal Bandsalat produziert. Und ja, da war die eben kaputt, die Kassette. So. Ich glaube, egal wo wir hochgehen, das führt immer zum selben. Powerlink. Transmitsystem. So. Moment, sind wir eher auch erstmal sicher vom Alien, denke ich mal. Ja. Macht Delete. Obwohl wir gar kein Ticket da reinstecken. Oder funktioniert es drahtlos, so artig irgendwie. Wir sind dann einfach vom Konto aus abgezogen. Keep out! Ja. Tja, bleibt uns auch nichts anderes übrig, wie raus draußen zu bleiben, weil, ja, die Tür geht nicht. So, was haben wir hier? Ach, da liegt der Schrott. Nehmen wir gern mit. So, hier wäre eine Tür. Ah, das Licht geht automatisch an. Wir werden also erwartet. Das ist eigentlich nie gut, wenn man erwartet wird. So. Und hier. Können wir mal reingucken. Gut, solange wir jetzt hier eigentlich noch sicher sind, würde ich sagen, wir gucken mal ganz kurz, was wir noch bauen könnten vielleicht. MP-Mine. Blendgranate. Geräuschmacher. Ein Geräuschmacher könnte man noch bauen. Zack. Gerät gebastelt. Ein Ladungspack. Ja, das ist. Ich verstehe es nicht. Hier kann man Komponent B, Bindemittel. Und Impfvision kann man 6 Stück tragen. Sensoren, Sprengkapsel, Ladungspack, Ethanol nur 3. Das ist eigentlich ein bisschen Quatsch. Tja, wie gesagt, ich packe das immer wieder gern hier rein, weil dann ist es schon mal aufgehoben. Können wir noch irgendwo ein Bindemittel reinpacken oder Komponente B, ja, können wir hier noch reinpacken. Medkit, ja, da fehlt uns jetzt eine Impfpistole. Molotow, können wir da noch was reinstecken. Also das war glaube der Molotow, ja. Nee, Rohrbombe geht auch nicht, EMP-Mine, Blendgranate, Momentan können wir keine Bindemittel verbraten. Schade eigentlich. Wenn wir jetzt halt wieder finden, dann ja. Ja. Ist auch schon lustig, wie es da schon Rauch ist. Nebelt aus dem Teil hier. So, Elektroschocker. Eigentlich will ich gerade gar keine Waffe. Ja, mindestens mal Elektroschocker. Users Manual. Okay. Immer wichtig, das Handbuch vorher zu lesen. So. Und was macht hier ein Handbuch? Was haben wir denn hier? Mein Plan. Mit einem Schraubenschlüssel. Gordon Freeman wird sich freuen. Aha.
Hakenschlüssel und ein paar Schraubendreher. Was haben wir denn hier unten? Ja, sehr einfallsreich seid ihr nicht. Da liegt noch das gleiche Werkzeug drin. Aha, ein Elektroschweißgerät. Da kommen wir nicht weiter. So, und hier geht's auch nicht, weil es sieht immer aus wie eine Tür. Ist aber keine. Aha, eine kleine Hammeraxt. Kann man leider nicht mitnehmen. So, und jetzt fahren wir mal ein bisschen hier mit dem Hubwagen rum. Aha, X markiert die Stelle normalerweise. So, was gibt's hier? Warte mal, wir können wieder die. Ja, brauchen doch nicht die Batterien verbrauchen, obwohl wir genug haben. Ja, okay, die Tür geht nicht auf. Warum ist da ein X dran? Aber hier haben wir wieder mal so eine Strebe, das ist eine komische hier. Zack! Haben wir ja schon lange nicht mehr gebraucht, den Wartungsheber. Links und rechts drücken und ah! Klonk! Bump! Aufzug rufen. Ach, das ist ein Aufzug. Okay. Dann müssen wir jetzt irgendwo schauen, dass wir hier wieder einen Strom losmachen. Ja, komm, Aufi. Bip. Ja, momentan ist ja wieder alles hier in Ordnung. Steht hier eigentlich. Vorsicht, elektrische Sicherheitstest. Was war denn das? Puh. Was? 04 oder so? Nächster 05? Keine Ahnung, ob der schon wieder fällig wäre. Apollo. Ja, egal, wir drücken mal hier auf den Knopf. Entschuldigt, wenn ich mich da ein bisschen immer mal umschaue. Weil wenn wir nicht in Gefahr sind, dann kann man sich das ein bisschen doch die Gegend anschauen, finde ich eigentlich. So, was haben wir hier? Blindgranate. Was poltert hier so? Reaktivieren Sie den Transit am Hauptschalter. Okay, das Poltern gefällt mir nicht. Da steht eine Tasse rum. Lötlampe benötigt. Tür verschlossen. Ich hoffe, die bleibt noch verschlossen. Irgendwer poltert da dagegen. Es könnte ein Synthet sein. So, und hier ist es auch ziemlich finster. Na, ich kann ja mal die Taschenlampe anmachen. Schrott. Erstmal hier umgucken und alles mögliche einsammeln. Naja, da kann man es verstecken, aber ob ich das möchte, ist eine andere Frage. Das ist ziemlich offensichtlich, so ein Schrank da. So. Ja, auch eine coole Verlegung hier. Also da sind noch die Kabel so auf dem Schaltpult drauf. Auch irgendwie witzig. So, ja, mal schauen, gibt es hier irgendwas? Liegt hier was am Sitz? Ah! Ausweis kann eins haben. Was heißt hier? Pfup? Das Gerät, das macht mich manchmal wahnsinnig. Also, weil ich weiß dann nicht, ob jetzt wirklich was kommt. So. Piep, piep. So, hier kann man sich auch nochmal krümeln. Was denn? Schon wieder? Okay, wir haben einen Kontakt. Aber ja. Der ist noch etwas entfernt. 80 Meter oder so. Na, da war die Batterie auch schon leer. Na, wir haben aber genügend. So, da haben wir schon eingesammelt, ja. Was haben wir hier? Ah ja, benutzen. Gibt es hier sonst noch was? Warte mal, da an der Wand ist ein Hebel, oder? Ach, Strom wiederherstellen. Ah, ja, okay. Ich glaube, sobald ich da dran gehe, kommt uns der liebe Roboter. Sicherheit, okay, aha. Stromreserven verfügbar. Na dann, benutzen. Halt, Roboter war ja falsch, das sind ja Synthetik. Ich weiß nicht, geringe Hier wird alles Energie. ausgeschaltet. Abwicklung deaktivieren, Fehler. Mist. Ja, hallo. Ja. Aber ich möchte nicht mit dir reden. Was mache ich hier? Weiß ich nicht. Ich glaube, sobald er mich sieht, schießt er auf mich.
Hast du vielleicht einen Alien in dir drin? Weil so fängt es immer an. Man fühlt sich scheiße und dann irgendwann macht es zack. Kommt es aus dem Bauch gesprungen. Mann, ich fühle mich scheiße. Ja. Wehe, du schießt mich jetzt an, Junge. Ich sag's dir. Es war nicht leicht, diesen Ort zu sichern. Ist mir egal. Super, jetzt habe ich ja den Kerl hier. Warte mal, kann ich den Hebel benutzen? Links und rechts halten und S. So. Okay. Ah, jetzt muss ich an den Bildschirm ran. Warte mal, ich gehe mal ganz Geh in außen den rum. Weltraum, bla bla. Es wird ein Abenteuer. Arschgeigen. Sie werden nirgendwo hingehen. Wer ich? Der meint hoffentlich nicht mich. Was ist denn da so laut? Ich hätte mich niemals von den anderen Ah, trennen benutzen. können. Irgendwas auf dem Nein, was haben Sie Tastentisch. getan? Gar nichts. Okay. Okay, ich hoffe, der geht dann auf mich los jetzt hier. Okay, nee. Der hat den jetzt wahrscheinlich umgebracht, oder? Ah, toll, jetzt habe ich so blöden Androiden hier an der Hacke. Wie läuft der? Kommst du wieder zurück, oder wie schaut es aus? Ja, Lass mich ja in Ruhe, ich sag dir's. Ich will doch nur an das Schaltpult ran. Okay, er sieht mich nicht. Da, was? Nein, 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 nein. Du hast keine Geduld. Ah, scheiße. Ich möchte mich aber nicht beruhigen. Nee, nee. Wie funktioniert denn der Elektroschocker hier? Verdammt, ich weiß nicht, wie der Dinger funktioniert. Aua, das ist mir egal. Moment mal, dann nehmen wir halt einen Revolver. Ja, ich will nicht. Nein, ich werde überhaupt nicht. Aua, eh muss ich drücken. Nein, ich lasse es nicht so. Oh, okay. Ging ja schneller wie gedacht. Mann, 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 Mann. Diese blöden Syntheten hier. Man muss, glaube ich, immer auf den Hals schießen, dann werden die am schnellsten am Arsch sein. Ja, ist auch immer eine Ausdrucksweise am Bobbes sein hier. Wo ist denn jetzt eigentlich der andere? Da hat es ihn zerbröselt. Wir nehmen mal alles mit hier. So. Ja, und der hat mich mal wieder hier ziemlich auer gemacht. So. Zack, einmal hier reinrammen. Einfach mal so pfam, so ein Ding hier sich reinhauen. Das könnte ich jetzt nicht, ey. So. Gerät basteln. So. Eine Röhrbombe könnte man noch basteln. Oder ein Amp? Nee. Wir bauen mal noch eine Röhrbombe. Dass wir noch ein paar Sachen loswerden hier. So. Wie funktioniert jetzt eigentlich der blöde Elektroschocker? Ich habe das irgendwie nicht gerafft. Das Ding ist irgendwie für mich unnütze. Oder funktioniert das nur bei Menschen? Weil ich eigentlich Menschen nicht wirklich was tun möchte. Weil eigentlich wollen die sie ja auch nur schützen. Warte mal, Medkit. Hier kann man noch was reinpacken. Aber mehr geht jetzt auch nicht. So. Aber jetzt möchte ich trotzdem nochmal Elektroschocker. Warte mal, ist der geladen oder ist er nicht geladen? Nee, Moment, das ist. Ah ja. Rechts halten und dann. Mist. Okay. Gut, wenn jetzt der blöde Android hier weg ist, können wir jetzt hier das in Ruhe benutzen. Erstmal da auf der lustigen Tastatur herumdrücken. Ah, das war's schon. Kehren Sie zurück. Okay. Steigen Sie ein. Ich hatte ein paar Probleme und es wird etwas länger dauern. Wir können warten.
Taylor nicht. Ich nehme die nächste Gondel. Ihre Entscheidung. Naja, gut. Ich hätte jetzt gesagt, die sollen warten. Die Taylor, ja, okay. Die hätte auch noch ein bisschen länger überlebt. So ist es nicht. Ja, der Fahrstuhl ist ja jetzt leider kaputt. Warum auch immer. Der hat es irgendwie überladen. Tja. Also gut, dann müssen wir erstmal weiter. So. Gott sei Dank haben wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe vom Alien. Feuerlöscher. Carbondioxidlöscher. Was haben wir denn hier? Aha. Alte Autos, hat da jemand interessiert? Oh, das sieht nicht gut aus. Überhaupt nicht. Ein Haufen Blut. Bolzschießer, hä? Kriegen wir jetzt nur aber noch eine neue Waffe. Neue, ganz ruhig. So. Röhrbombe. Wir haben noch einen Sensor bekommen. Warte mal, wo können wir denn reinbasteln? Dann können wir mal da reinbasteln. So. Okay. Da geht's noch weiter. Da höre ich auch ein Speicherterminal. Erstmal greifen wir hier auf das Terminal zu. Auf den alten Apple-Computer, weiß der Kuckuck was. Sieht zumindest so aus. Transit Neustadt. Hören Sie mal, Sie Spinner. Glauben Sie, das Ding fährt mit einer Transitgondel durch die Gegend? Sie haben die Möglichkeit, den gesamten Transitverkehr von Apollo zu trennen. Also machen Sie das auch. Sie können den Wahnsinn mit einem Knopfdruck beenden. Sie fühlen sich bei der deaktiven Transit vielleicht sicher, aber wir hocken in der Falle. Helfen Sie uns, verdammt. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Halt. Jetzt muss ich wieder gucken, dass ich nicht falsch drücke. Hintergang. Eine Warnung für dich, du Penner. Denk nicht mal daran, dich Sinclair und den Zirksen-Leuten anzuschließen. Ich hab denen gesagt, dass du Morrison umgebracht hast. Die erschießen dich, wenn sie dich sehen. Hättest du mich in dein Versteck lassen sollen. Du hältst es keine Woche aus. Tja, keine Ahnung, wer das auch immer war. Zurück. Freigegeben gibt's nix. Audio auch nicht. Zubehör auch nicht. Okay. Man kann mehr rausgehen. Suche. Leuchtfackel. Ja, braucht man nicht. Haben wir zu viele. Eine alte Baumaschine. Aha, Lötlampe. So, der braucht die ja nicht mehr, also können wir uns die krallen. Das Rad da, ja, okay. Also Raucher waren so wirklich viele hier. Der Rechner sieht wirklich so aus wie den, wo ich noch hab. Also ich habe ja noch so einen uralten von meinem Opa da aufgehoben. Ja. Eigentlich eine chillige Musik. Leider ein bisschen leiser, aber ja. Hä? Was? Interessant, interessant. Irgendwas sprechen die da. Also das Radio war ich aus, aber... ja, ist gut. Nö, jetzt dudelt's nicht mehr. Vorher hat's gedudelt, obwohl's aus war. Das ist ein Geisterradio. So, dann speichere ich mal hier ab. Bim. Natürlich, ich möchte die Datei wirklich überspeichern. Eigentlich ist die Abfrage schon dämlich. Sonst hätte ich ja nicht gespeichert, also würde nicht hier das Ding reinstecken, oder? So. Gut, jetzt ist es ja ganz offensichtlich, wir haben eine Lötlampe bekommen. Da müssen wir dann wahrscheinlich hier auflöten, ne? So. Bzzzt. Zischtisch. Tasten bewegen und die Blätter zu schneiden. Okay, hier kann ich. Wir lassen erstmal hier brennen, so. Ja, der Schutz hier ist ja nicht so optimal. Also ich schaue hier voll in den Strahl rein. So, das geht auch sehr lahmarschig hier. Ja, man soll ja wirklich nicht in diese Schweißflamme reingucken, weil dann siehst du nichts mehr. Kann ich selber sagen, weil ich habe auch schon geschweißt. Ich habe auch selber ein Schweißgerät. So.
manchmal sehr praktisch, wenn man was reparieren muss oder so. So, okay. Und jetzt schön da in die Fugen lang. Ja, Cut Panel in Emergency. Ja, also wenn Notfall ist und ich muss das hier aufschweißen, das ist ja auch Blödsinn, oder? Das dauert doch viel zu lang im Notfall, echt. So, hier ist es wieder sehr finster. Okay, hier ist ein totes Ende, da geht es nicht weiter. Dann gucken wir mal hier links. Hier ist eine Leiter. Okay. Tja. Kann man nicht auch mal hier rüber springen einfach? Ne, wir sollen hier runterklettern. Ja. Na, das wird mir erst in der nächsten Folge tun. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.